Ich spreche hier so viel von meinem Herzen. Und dass dieser Schmerz, der emotionale Schmerz, eben auch fast körperlich zu spüren ist. Und deswegen möchte ich dir raten, ganz in deinen Körper zu gehen, wirklich dem Körper Gutes zu tun. Guck, dass du dich viel bewegst. Das fällt mir zum Beispiel wahnsinnig schwer. Es ist fast so, als würde von außen so viel Veränderung sein und so viel, wo ich ständig darauf reagieren muss, dass ich eigentlich unbewusst die ganzen letzten Wochen wie in so einen Ruhezustand gegangen bin. Und ich merke, es tut mir gar nicht gut. Deswegen habe ich bewusst jetzt angefangen, mich zu bewegen, weil wenn ich den Körper wieder bewege, dann kann ich auch, dann kann auch das Gefühl und das Herz besser folgen. Guck, dass du dich schön einölst, lass dich massieren, achte gut auf deinen Schlaf. Guck, dass du schöne Kleidung anziehst, dass du wirklich dass du schönen Sex hast. Ja? Dem Leben zu lieben, das Leben zu feiern, tanzen zu gehen, über den Körper dich wahrzunehmen. Ganz wichtig, spür deinen Körper als Kraftquelle, um durch diese Zeit durchzugehen, damit du in deiner Kraft bleibst.